So Leute, was geht? Wir sind bei der Bewertung des vorletzten Achtelfinales und es treten an, der sich jetzt selbst als Turnierleiter versuchende Shave und der sich genau dort bewerbende Lautaro. Passenderweise wirken die beiden letzten Battles des Achtelfinales genau wie die beiden spannendsten. Einmal in gut und einmal in, naja, nicht so gut. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit den Punchlines von Shave an. Ja, Digga, dieser Lautaro, ne, der wird bestimmt gewinnen, Alter. Ja. Komm ich drauf klar. Vor allem mit seinem Gelispel, ne? Der stellt sich da gleich hin und sagt so, ich lispe doch gar nicht. Baum! Ach du Scheiße, Digga, dieses Video von dem Mädchen. Zu Beginn deiner Runde, yo, da sah man deine Regel, yo, du Kind, wenn ich dich fick, dann brech ich wohl die Regel, ups, das war Gewalt, dann hol den Staatsanwalt und schick doch mich in die Strafanstalt, ganz nah am Wald, spürst mal Asphalt, da kick ich dich zu Boden und es wird eiskalt. So, nach einem unfassbar unlustigen Einspieler, ich glaube, ich habe seit langem nicht so einen gehört, der so schlecht war, ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht drüber streiten, fängt er mit den ersten Zeilen an. Zu Beginn deiner Runde, da sah man deine Regel. In der Quali von Lautaro sah man am Anfang etwas Blut. Laut Shave war dies seine Regel. Und wenn er ihn fickt, bricht er wohl die Regel. Vielleicht, weil er ein Kind ist, aber Shave wirkt jetzt gerade nicht wie ein 40-Jähriger mit Vollbart, wo das dann wirklich krass kommen würde. Nun gut, mit dem Rest kann ich auch nicht besonders viel anfangen. Das hauptsächlich Representing und das in einem schlechten Beispiel. Wenn man dann schon so Füllerzeilen kickt, warum dann Asphalt auf Eiskalt? Dein Gelisple kannst du dir abschminken, sinken und gegen mich abstinken. Du zerreißt mit dem Track die Szene. Wow, dann reiß ich dir die Zähne aus. Bin mit Lautaros etwa ich gemeint? Ja, du hast kläglich in den Slip geweint. Pass mal auf, wenn der da beats, wenn du gleich paar Bretter kriegst. Ups, APG, der Zahnspiel ist geklaut und ich schlag euch bis zum Blackout. So, mir fehlen da fast schon die Worte. Das ist ein Zweckreim-Massaker. Dann sinken und gegen mich abstinken? Welcher normale Mensch sagt das? Damit sich auf Abschminken reimt natürlich, aber das ist unfassbar schlecht. Es wirkt alles sehr hingezweckt, auch in dein Slip geweint. Ich habe noch nie, auch nicht als Redewendung gehört, dass man seinen Slip weint. Das ist nur damit sich das auf ich gemeint reimt. So, die Lautaros bin damit etwa ich geleint. Line muss ich leider erklären. Da in der Chatgruppe habe ich einmal Lautaros statt Lautaro geschrieben oder beziehungsweise in einer Analyse auch. Und da hat er halt gefragt, ob er gemeint sei. Mehr nicht. Wein war da nirgendwo ansatzweise zu sehen. Deshalb finde ich das auch sehr untreffend und kann da keinen Punkt für geben. Danach kommt nur Representing auf einem schlechten Level und da möchte ich auch keinen Punkt für geben. Oh Lautaro, du lispelst so gern. Oh Lautaro, vom Raps geweiht entfernt. Oh Lautaro, du lispelst so gern. Oh Lautaro, vom Raps geweiht entfernt. So, dafür kann ich auch keinen Punkt geben. Shave macht es mir hier sehr einfach mit den Punchlines zählen. Er hat somit 0 Punkte. Ich finde nicht, dass er mit irgendeiner Zeile oder Lautaro wirklich angreift oder trifft oder ähnliches. Mit der Hook parodiert er übrigens irgendein Lied, was mir gerade nicht einfallen will, aber ihr wisst, es parodiert. So, dann kommen wir mal zu den Punchlines von Lautaro. Meine Quali, das war unterstes Niveau. Doch es geht jetzt los. Das Turnier, was von euch beerdigt wurde, mach ich wieder groß. Deine Quali, die war noch schlechter als meine. Ich häng den Strick um den Hals und du denkst, es wäre eine Hundeleine. So, meine Quali war unterstes Niveau, gut selbstreflektiert. Deine Quali war noch schlechter als meine. Ich häng dir einen Strick um den Hals und du denkst, es wäre eine Hundeleine. Rein textlich gesehen fand ich die sehr witzig und kannte die auch noch nicht. Ich kannte nur sowas ähnliches wie, ich halte nichts von Bitches außer Hundehalsbänder oder sowas, aber in der Form kannte ich das nicht, das gibt einen Punkt. Nee, der einzige Schwanze, Jay, ich weiß, wer er ist. Warum erwähnst du APGT und nicht einfach mal dich? Doch du bist in deiner Blockwelt gefangen und kommst doch nicht raus wie Kida Ramadan. So, warum erwähnst du das RPGT und nicht einfach mal dich? Das ist so ein bisschen nichts sagen. Aber du bist in einer Blockwelt gefangen und kommst nicht raus wie Kida Ramadan. Nachdem ich das gegoogelt habe, also den Film 4 Blocks, ist die Line eigentlich ganz gut. Ich gebe da mal einen Punkt dafür, einfach weil das Niveau in der Runde eh nicht so heftig ist und dem Vergleich fand ich eigentlich ganz solide.
was ist mit deinem hier los? Du spielst noch Minecraft und errechnest noch als Video ein. Von mir wird der zum Strycraft, der Einzige, der hier rasiert. Du weißt, das bin ich, dein Name ist halt wie Minecraft. Allerdings verlegt. So, hiermit kann ich schon weniger anfangen, leider. Die Line, was ist mit deinem Hirn los? Du spielst noch Minecraft. Das könnte ein guter Aufbau sein, aber danach kommt nichts. Da hätte noch so ein Fick kommen müssen. Ein Strycraft, keine Ahnung, das klingt so gezweckt. Ich glaube nicht, dass es wirklich Strycraft gibt. Ja, dementsprechend gibt's hierfür leider keinen Punkt. Shave denkt, er könnte das Turnier gewinnen. Wahrscheinlich ist er auf Drogen und nicht ganz bei Sinn, denn wenn ihn solche Visionen plagen, dann muss er wohl oder übel seine Zerstörung ertragen. Shave, was ist bloß mit dir los? Dein Leben geht der Bild nicht weiter, wie Sisyphos. Ich chill am Strand von Barbados und du schützt ab wie Icarus. So, ihr lest richtig, das ist eine Hook. Sie hat enormen Verwechslungsgefahr zu einem Part, aber es ist eine Hook. Die ich übrigens nicht besonders gut finde. Da sind auch wenig brauchbare Zeilen dabei, dafür gibt's auch keinen Punkt. Wie willst du mich betteln, wenn du nicht mal rappen kannst? Nach diesem Track schwebt Chef in Todesangst. Nach diesem Song wird der Schizophren. Nach diesem Song kann dieser Chef direkt wieder gehen. Wieder nichts Brauchbares dabei, wieder mehr drumherum Gerede und nichts Fickendes. Lautaro ist unzerstörbar wie ein Atom und du siehst aus wie ein grad entferntes Atherom. Bin am Schreiben und merk, zwei Parts reichen für Chef aus. Mit Ansage, Chef fliegt direkt gegen mich raus. So, das ist nur ganz witzig, weil er sagt, er ist unzerstörbar wie ein Atom, weil Chefs YouTube-Kanal oder beide sogar was mit Chemie zu tun haben. Dafür gibt's, ja, sag ich mal, einen halben Punkt. Wenn ich deine Runde vorhersagen müsste, geht die Hälfte gegen meinen Sprachfehler. Nicht, dass ich das wüsste, doch kleine Kinder zu besiegen, das fällt mir nicht schwer, denn du bist überflüssig wie Sand am Meer. Also der letzte Vergleich ist jetzt mal unfassbar scheiße, aber na egal. Hier gibt's leider auch wieder nicht viel zu holen, wieder kein Punkt für Punchlines. Damit steht es aber 2,5 zu 0 für Lautaro bei Punchlines. Zum Flow-Punkt. Ich sehe dort Shave vorne. Lautaro hat noch enorm damit zu kämpfen, dass er sehr Offbeat ist. Bei Shave ist das schon etwas besser, aber ich finde den Flow ehrlich gesagt nicht besonders gut. Ich gebe dann 1 zu 0 für Shave. Technik. Bei der Technik. Shave hat teilweise enorm schlechte Zweckreime. Und Lautaros Betonung ist sehr monoton. Ich gebe da 0 zu 0, weil ich bei beiden die Technik nicht besonders gut finde. Zum Thema Soundbild. Ich finde, Shave klingt da eindeutig sauberer und besser und er bekommt den Punkt bei Sound. So, zum Thema Video. Die beiden Videopunkte müssten eigentlich klar an Lautaro gehen, aber er hat sich in dem Video, er hat zwar performt und alles, deshalb eigentlich 2 Punkte, aber es hat gar nicht, und zwar wirklich gar nicht zum Takt oder zum, ja, eigentlichen Song gepasst, sag ich mal. Und deshalb kriegt er nur 1,5 Punkte. Der Extrapunkt geht aber an Lautaro, weil er sich die Mühen gemacht hat und Shaves Runde einfach kurz und hingezweckt ist. Damit gewinnt Lautaro 5 zu 2 gegen Shave und muss damit das nächste Battle gegen Nakanai oder Dombong bestreiten. Die Analyse kommt übrigens am Wochenende.